Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und auch an neue Zuschauer. Ja, genau hier hatten wir in der zweiten Folge aufgehört. Jetzt die dritte Folge, V Rally 4. Ja, also ich bin mit dem Spiel auf jeden Fall zufrieden. Ja, ich habe mich jetzt mal ein bisschen umgeguckt hier. Die Rally zum Beispiel jetzt hier in Monument Valley, USA, hat 2 Sterne. Level 2, das ist vielleicht die Schwierigkeit. 2 Tage können wir die noch fahren. Es ist aber bei allen so. Die ist auch 2 Tage noch da. Ja, die ist sogar nur noch 1 Tag da. Ja, dann nehmen wir Kenia. Gut. Klarer Himmel, 18 Uhr. Ja, er lädt noch. So. Ach, da sehen wir. 3,8 Kilometer. 3,845 Kilometer. KI-Level lassen wir wie gehabt auf 30. Ja. Gut. Ja, und wenn wir einen Fehler haben und nicht mehr auf die Strecke kommen, muss ich das nochmal neu starten, aber das macht ja nichts. Ja, und deswegen, was soll ich jetzt sagen? Wenn man weiß, dass man keinen Fahrfehler sich erlauben darf, dann fährt man natürlich ein Ende defensiver und geht nicht so ans Limit ran. Ne? Deswegen fahre ich auch nicht am Limit, weil ich eben die ganze Strecke fehlerfrei durchfahren will. Ja, wenn man zurückspulen könnte, ja, dann kannst du aufs Gas treten. Ne? Alles klar, meine lieben Freunde. Für neue Zuschauer, wir zocken das hier mit dem Lenkrad, mit dem T300 RS. Befestigt am Wheelspin hat man über Forza. So, geht los. Rechts 4 nicht schneiden, 30. Bremsen links 3 in rechts 3 kurz. Bremsen links 3 und links 3 kurz. Und rechts 3. Links 6 und rechts 6 kurz. Die Strecke sind wir noch nicht gefahren, die ist neu. In rechts 2 lang. Ja, gerade noch rechtzeitig gebremst. In links 4 lang, mittig halten 50. Sprung über Brücke 150. Rechts 4, 100. Oh! Links 4, 100. Achtung, links 6 kurz, rechts 5 kurz, nicht schneiden, 50. Bremsen links 3 durch Waffe. Alter! Und rechts 4, 30. Und links 3 lang. Rechts 3 öffnet sich in Knicke für 200. Links 4 öffnet sich lang, mittig halten 50.
rechts 5 über Kuppe in Sprung. Bremsen wird enger und rechts 3. In links 1 und rechts 3 in Brücke. Und links 3 in rechts 2 öffnet sich. Links 5 100. Und geschafft. Jawohl. Fehlerfrei. Ja, hat trotzdem nicht gereicht. Also ich würde sagen, also die KI ist manchmal schneller und manchmal ist sie langsamer. Jetzt ist sie wieder schneller. Ja. Ja, ist halt so. 2000 für den 8. Platz. Kriegen wir auch mal ein Upgrade jetzt für unser Auto wieder. Wäre nicht schlecht. Nee, noch nicht. So. Informationstafel, ich muss mal gucken. So, die ist noch 3 Tage drin. 2 Tage. Wir haben hier noch einen Fahrradtest in Kanada. Ich glaube, wir gehen jetzt mal, in Russland waren wir noch gar nicht. Ja, da gehen wir jetzt mal hin. Russland, ja, Schnee, das ist natürlich klar. Sibirien sogar, ja, das ist sehr weit im Osten. Ich glaube, wir gehen mal auf 20 runter. Wir haben zwar ein bisschen weniger Geld, aber bessere Platzierung. Wir müssen ja auch daran denken, dass wir uns viele neue Autos kaufen wollen. Dann gehen wir lieber noch einen runter. Testen das mal. Oh, die ist 6,6 Kilometer lang. Alles nur Schnee. Das wird nicht einfach. Ich wünsche mir Glück. Erstmal die Präsentation. Ja, das muss natürlich fehlerfrei klappen, ne? Die 7 Kilometer auf Schnee. In rechts 5 und links 4. In rechts 4. Achtung, Bremsen, rechts 1 und links 4. Links 5 verengt sich auf 3 holprig, in Knicke für 50. Und rechts 3 in links 4, holprig in Schikane rechts. Und links 4 in rechts 4. Links 4 über Kuppe 30. Und rechts 1 um Statue. In rechts 3 kurz 50 über Kuppe. Links 4 kurz und rechts 3 mittig halten. Und rechts 4 links 3 über Bodenwelle. Und rechts 4 über Bodenwelle in links 3. Und deutlich Grad links 30. Deutlich Grad rechts über Schienen 30. Bremsen 90 Grad rechts 50. Links 4 und rechts 3. Und links 5. Und links 4 in rechts 4 kurz.
und rechts 4 und Schikane links. In 90 Grad links 30 über Brücke. Bremsen 90 Grad links 50. Rechts halt über Sprung 50. Links 6. Und Achtung, Sprung in rechts 55. Und Achtung, rechts 6 verengt sich holprig. Und links 4 in Bodenwellen. Und rechts 5 über Bodenwelle in Knicke für 30. In Sprung 30. Bremsen rechts 1. Und innenhalten über Sprung und Sprung über Kuppe 50. Und Haarnadel links in Haarnadel rechts. Oh oh. In Sprung vielleicht und links 4, Achtung, rechts halten für 100. Oh, war ein Stein. Links 4 und rechts 3, Achtung, in Schikane rechts. Und links 3, innen halten. Und rechts 3. Und rechts 3 kurz wird enger, in links 2 öffnet sich lang. Im Bremsen Haarnadel rechts und Haarnadel links. Und Haarnadel rechts in links 6. Und rechts 5, in links 4 und rechts 3 kurz. Und Haarnadel links 150. Haarnadel rechts 100. Bremsen, Haarnadel links in rechts 4, 100. Bremsen rechts 3, in links 3, 30. Und rechts halten über Kuppe und links 5 kurz und rechts 5. Oh, oh! Alter! Sofort vom Ziel, ey. Und geschafft. Boah. Ah, das beißt drauf. Ja, also ich bin absolut am Limit gefahren. Und fehlerfrei. Also bin schon gut gefahren in meinen Augen. Bloß die KI ist auf 20 immer noch schneller. Und das 20 Sekunden. Ja, also das, da musst du ja ganz runterstellen, den Schwierigkeitsgrad. Ja. Ich glaube, da kommt aber noch ein Rennen. Das geht jetzt hier nach Gesamtpunkte. Könnte sein, dass noch ein Rennen kommt in Sibirien. Glaube aber nicht. Nee. Ja, oder es kommt jetzt natürlich gleich Kenia. Natürlich geht es jetzt weiter. So ist richtig, ja. Gut, Auto. Ja, Einstellung lassen wir auf Standard. Doch hier muss nicht viel repariert werden. Nö.
Perfekt. Ja, dann fahren wir jetzt noch eine Runde in Kenia. Morgens um 8. Und die Strecke ist auch 6 Kilometer lang. Na gut. Aber wir kommen immer besser rein. Gerade jetzt in Sibirien sind wir ja fehlerfrei durchgekommen. Aber es geht halt nur, wenn man defensiver fährt. Ne? Wenn man jetzt am Limit ist, dann ist man auch schnell über das Limit hinaus. Und dann müsste man das immer wieder neu starten. Ne? So, wollen wir sehen. Und Achtung, rechts 3 über Kuppe, links 5 und rechts 5 kurz. In links 3,30, rechts 3 in Kuppe und bremsen rechts 3,150. Und links 3 lang. In rechts 3. Und rechts 5, links 4 verengt sich. Rechts 4 nicht schneiden, 30. Oh. Bremsen links 3 und rechts 3 kurz. Bremsen links 3 und links 3 kurz. Und rechts 3, links 6 in rechts 6 kurz und Haarnadel links nicht schneiden, in rechts 2 lang, in links 4 lang mittig halten 50, oben über Brücke 150, rechts 4 100, links 4 100, Achtung, links 6 kurz, rechts 5 kurz, nicht schneiden 50, bremsen links 3 durch Watte. Rechts 4,30 und links 3 lang rechts 3 öffnet sich in Knicke für 200 öffnet sich lang, mittig halten 50. Links 4 öffnet sich. Links 4 und rechts 5, 30 über Kuppe. Bremsen rechts 2, 100. Links 4. Oh nein, Alter. Hoho. Und bremsen links 1 und Baum 50. Was hat er denn? Rechts 4 nicht schneiden. Bremsen, Haarnadel rechts. Links 3, 100. Und Kuppe. Und links 4, Innenhalten 50. Links 4, 30. Bremsen rechts 1 in links 5 kurz.
und links 4 und rechts 5 kurz, in links 4, rechts 4 lang 30. Und geschafft. Alter Schwede, das ist Hardcore. Aber schaut euch das an. Ja, also was soll ich dazu jetzt sagen? Ich mache mir erstmal noch eine Zigarette. Ja, also ich bin absolut am Limit gefahren, also an meinem persönlichen Limit. Und wir hatten ja nicht, doch einen Fahrfehler, da lag das Auto mal eben auf der Seite. Und dachte schon, es bleibt da so liegen, aber dann konnten wir weiterfahren. Ja, also mehr ist bei mir nicht drin. Es macht auf jeden Fall mit dem Lenkrad sehr viel Spaß, das Spiel zu fahren. Kann ich nur empfehlen. Also vom Spielspaß her ist das Spiel klasse. Ja, man kommt immer besser rein. Aber ihr seht, wir sind jetzt auf 20%. Wir müssen ganz runter gehen. Ja. Sind wir nur 9. Ja, dann kriegen wir 4000. Mal sehen. Ja. Wir werden mal... Geh zur Informationstafel. Wo ist die überhaupt in meiner Maus? So. Ach, Gesamtgehalt, ja, 3000. Ja, wir haben nämlich noch nichts weiterhin an Upgrades freigeschaltet für den Alpine. Das wundert mich ein bisschen. Oder doch? Könnte ja sein. Oh ja, doch. Ja, da hat sie uns gar nicht drauf aufmerksam gemacht. Ja, genug Geld, wir werden natürlich alles pushen. So, das gibt mehr Beschleunigung, bessere Bremsen und ist natürlich leichter. Ja, wunderbar, das ist fertig. Bereits auf Maximallevel, ach, der ist auf Maximallevel. Stehen wir auf die Bremsen. Das bringt natürlich auch nur was für die Bremsen. So. So, das Kühlsystem hatten wir schon mal, das kann man jetzt nochmal pushen. Mehr Geschwindigkeit und weniger Gewicht. So, und jetzt natürlich der Motor. Das gibt Beschleunigung. Ein bisschen weniger Stabilität. Da gibt es zwei Upgrades wohl. Nehmen wir erstmal dies. Ja, und das müssen wir wohl noch freispielen. Ja. Hier ist alles noch gesperrt. Ja, dann werden wir doch mal mit dem neuen Wagen jetzt, so wie er jetzt ist, noch eine Runde drehen. Und mal sehen, wie er sich so verhält. Oh, fertig, ne? Mal reingucken. Ja, fertig. Dann gucken wir ins Anpassen rein. Okay. Das holen wir erstmal runter. Oh, komm runter. Kann man nicht so runterscrollen oder so. Doch. Mit der Pfeiltaste. Bestätigen. Ach so, da können wir noch andere Lackierung nehmen. Nummernschild kann man auch ändern. Jo, das lassen wir alles so. Datenblatt hat er jetzt mehr. Ne, er hat immer noch 140 PS. Das ist wohl nur der Originalzustand. Wenn wir ihn jetzt abgegradet haben, hat er immer noch 140. Weiß nicht, ob sich da jetzt was verändert hat. Wir werden auf jeden Fall mit ihm jetzt noch, mit den ganzen Upgrades. Ach, hier sieht man das. Chassis, da muss wohl der Balken voll werden. Oh, gut. So. Was haben wir hier? Einen Moment.
Ach, wir haben ein neues Rallycross. Ja, nee, das ist aber, glaube ich, nicht mit unserem Auto. Können wir mal reingucken? Doch. Ist möglich. Oh ja, die Autos sind teuer. Also da hast du... Ach, das ist der Alpine. Was kostet der denn? 46.000. Das ist der A310, ja. Ich glaube, der hat einen Mittelmotor. Schauen wir uns mal an. Nein, warte mal. Nee, der hat auch einen Heckmotor. Genau, Heckantrieb und Heckmotor. Naja, vielleicht können wir den Wagen gebrauchen, aber schaut mal aufs Gewicht. Der ist ein Ende größer als unser anderer Alpine. Er wiegt trotzdem unter 800 Kilo. Würde mich schon interessieren. Ich mach mal Zigarette aus. So. Die anderen sind noch gesperrt. Wie weit geht das denn? Ach so. Ach so, ich glaube, wenn wir den jetzt nehmen und das gewinnen, dann wird der wohl freigeschaltet. Und dann kann man dieses Rennen immer wieder fahren, bloß mit anderen Autos. Ja, wir werden uns den kaufen. Kostet 46.000. Ach, es ist ein neues Auto freigeschaltet worden. Also sowas macht natürlich immer Spaß, wenn man Sachen freischalten muss. Nicht, wenn alle Autos schon da sind, wie bei Projekt Cars zum Beispiel. Das ist doch cool. Der Ford Fiesta STRX. Ach, jetzt haben wir die Autos freigeschaltet. Honda Civic Turbo. Mini Countryman RX. Ja, und ich würde sagen, wir fahren das mit dem Alpine. Das ist ja ein Sound. Sag ich jetzt nichts zu. So, können wir das jetzt fahren oder was? Ja, erworbene Autos. Normalerweise... Ja, ich weiß jetzt nicht. Ach so, wir sind immer noch beim Händler, deswegen. So, jetzt. Rallycross. Yep. Ja. Wir sind ja schon Rallycross gefahren und das hat gut geklappt. Bin mal gespannt, was der für einen Sound hat. Gleich wird er angeschmissen. Geile Karre. Wird bestimmt einen anderen Sound haben als der 110er. Sound. So, meine lieben Freunde, dann werden wir jetzt nämlich, wir gehen da ganz auf einfach. So. Ach, das ist das Finale. Thrustmaster, ja, das passt ja. Unser Lenkrad ist von Thrustmaster. Kann ich auch empfehlen, das T300 RS. Der Digon-Kollege von mir, der hat sich das auch gekauft. Kostet 300 Euro. Aber jetzt muss ich mich konzentrieren. Dunkel. Die Bonusrunde haben wir schon.
Ja, der muss noch in die Bonusrunde. Den werden wir noch bekommen. Den ersten. Das holen wir uns. Er wollte zuerst noch Tickets machen, aber... Jo. Hey. Ach, jetzt sind wir in die Bonusrunde nochmal reingefahren. Das könnte der Fehler gewesen sein, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ja, wir schaffen das, oder? Jawohl. Aber nur auf einfach. Aber macht ja nichts, wir fahren weiter auf einfach. Fährt sich gut, der Wagen. Einen geilen Sound. So, jetzt aber nicht mehr in die Bonusrunde rein. Links bleiben. Auf Schotter. Jo. Ordentlich gegenlenken. Also man hat ordentlich am Lenkrad zu tun. Feedback. Sehr, sehr gut. Macht richtig Laune. Und ich will in die Bonusrunde, ja, okay. Macht nichts. Wir haben gut Vorsprung. Können wir uns ruhig erlauben. Sechs Runden, dann haben wir es gleich geschafft. Ja. Fetten Hellspoiler, also die Karre ist geil, ey. Das sind erst zwei Autos von über 50 Autos. Fährt sich natürlich auch ganz anders als der 110er und hat einen ganz anderen Sound. Nö, ich bin sehr zufrieden. Sehr zufrieden. Und wir lassen das jetzt auch auf ganz einfach. Da kriegen wir am Ende wohl doch mehr Credits zusammen. Ja. Gut, meine lieben Freunde. Das war die dritte Folge von V-Rally 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr hattet Spaß. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wünsche euch wie immer noch einen recht schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye bye.